So, hey Leute, schön, dass ich euch wieder zu einem neuen Arc-Video begrüßen darf. Diesmal Storytime. Also, die Story von The Island. Komplett. So viel ich rausfinden konnte, so viel wie geht. Ich schaue, dass ich auf neuesten Stand, auf ich auf einen guten Stand bringen, damit, auch wenn man die Story oft aus den Augen verliert, man dann doch durchblickt. Dass ihr dann durchblickt. Na dann, ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. So, fangen wir erstmal mit Sir Edmund Rockwell an, einem der Hauptüberlebenden. Dieser hat, wie wir wissen, aus den Explorer Notes, die Hauptüberlebenden, wir haben die Explorer Notes auf der Island verfasst. Dieser hat sich vorrangig mit den Pflanzen beschäftigt, also generell mit allem drum und dran. Genau. Er hat dadurch ein großes Bewusstsein gegenüber dem Inselark eben bekommen und war den meisten halt da auch schon ein Stück voraus. Das Voraussein wird später nochmal wichtig für euch. Er wurde auch eben als sehr schlau, hilfreich und so. Er ist auch sehr arzterfahren, also das. Er war ein sehr hilfreicher Mensch, muss man sagen. Also als er noch ein Mensch war. Dann haben wir Gaius Marcellus Nerva aus dem alten Rom, der, als er auf der Insel erwacht geworden ist, der festen Überzeugung war, dass seine Götter ihn hier hingeschickt haben, dass er auf eben einer göttlichen Mission ist. Er hat sich dann eine große Armee gezähmt und hat dann immer wieder kleinere Tribes angegriffen, diese entweder komplett ausgerottet oder sie dazu gezwungen, sich seiner Armee anzuschließen. Kommen wir nun zu Mayen Li aus dem alten China. Sie hat sich also eher dieses eher so von den anderen Survivern weggegangen und hat diese Kampfkunst trainiert und alles. War generell etwas unsozial, hatte dafür aber ein relativ starkes Raptorenrudel. Also ist ein starkes Raptorenrudel, die sie dann beschützt haben. So, nun kommen wir zur Frau auf dem Cover der ARC-CD, zu Helena Walker, der australischen Biologin, die als erste realisiert hat, hey, das Ökosystem, das dieser Ark da hat, das kann so nicht funktionieren. Das läuft so nicht richtig. Sie denkt dann, dass hinter dem Ganzen mit den Arks, da muss doch mehr dahinter sein als nur das Überleben. Nun kommen wir aber auch zurück zu Rockwell. Rockwell fängt an, mit Menschen zu experimentieren. Also wirklich, bei, also Menschenexperimente, so richtig. Und verbündet sich mit Nerva. Nerva hilft ihm, immer wieder neue Leute für seine Experimente zu finden. Rockwell bekommt letztendlich von Nerva eine Armee, eine kleine, zusammengestellt und mitgegeben. Zusammen finden diese das also ein Artefakt. Und Rockwell denkt sich, ha, das Artefakt sieht doch ähnlich aus wie die Obelisken. Da gibt es doch sicher einen Zusammenhang. Gemeinsam werden sie dann, also Nerva und Rockwell, zur mächtigsten Streitmacht auf der Island. Und ja, genau, wissen, dass dabei, dass es da noch was geben muss. Genau. Helena und Mayen treffen dann aufeinander. Und die sind eigentlich immer getrennt, so getrennte Wege gegangen. Die ist das. Genau, die haben sich dann die haben sich respektiert, dann haben sich gegenseitig Dinge beigebracht, einmal über das Ökosystem und dann einmal eben Kampf. Und genau, davor war Helena auch schon mit Rockwell befreundet. Genau, sie hat Rockwell mittlerweile sogar so sehr ins Herz geschlossen, dass sie ihn als eine Art Vaterfigur sieht und Mayen dann auch wieder verlässt. So, und danach tritt eben Mayen Li dem Tribe The Painted Sharks bei, einem der wenigen Tribes neben der neuen Legion, wie sich Rockwell und Nerva mittlerweile nennen. Und diese bereiten sich auf einen Kampf gegen die Legion vor, weil diese miteinander Krieg haben. Eigentlich waren die Painted Sharks viel, viel kleiner als die neue Legion. Aber als Ausgleich hatte Mayen eine große Dino-Armee gezähmt und im wahrsten Sinne des Wortes die Legion einfach zerfetzt.
und hat ebenso die Painted Sharks gerettet. Genau. Nachdem die Legion eben ziemlich einstecken musste, wollte Mayen zurückschlagen. Auch hier seht ihr ein Zitat von ihr. Wollte ihn zurückschlagen und wurde leider von den Spionen der Legion erwischt. Von ein paar zumindest. Und eben auch gefangen genommen, und weil die Painted Sharks gesagt haben, hey, wir haben zu viel Schiss, haben sie verbannt, weil sie zu aufdringlich fanden. Allerdings hat sich ihr Sieg, also Mayens Sieg, rumgesprochen und hat ihr den Namen Beast Queen eingebracht. Nachdem Mayen aus dem Tribe verstoßen wurde, hat sie sich den größten und gefährlichsten Dinosaurier der kompletten Map gesucht, also der von komplett der Island. Und wir alle wissen, welcher Dino das ist, nämlich der Giganotosaurus. Sie hat ihn nach ziemlich vielen Stunden endlich gezähmt und hat ihn Demon King genannt. Helena wird von Rockwell über die Obelisken gelehrt. Sie tut sich dann mit Mayen Lee zusammen. Die hatten noch Kontakt, so. Nur war Helena lieber bei Rockwell. Und genau, gemeinsam haben die dann den Megapithecus, da kommt gleich ein Bild eingeblendet, umgeklatscht. Gemeinsam mit dem Giga haben sie den Megapithecus eben geklatscht. Und als sie sich zurück teleportiert haben, nachdem der Kampf vorbei war, hat eben die neue Legion, eine Armee der neuen Legion, gespawncampt und hat die abgefangen. Da der Giga, aber selbst wenn er gezähmt ist, nicht komplett friedlich ist, ist er komplett eskaliert und hat erstmal Schellen verteilt. Er hat alle getötet um sich rum, egal wen. Alles, was ihm in den Weg gekommen ist, hat er getötet. Ein Freund von Mayen rettet Mayen und wird dabei so schwer vom Giganotosaurus verletzt, dass dieser stirbt. Mayen schwört Nerva Rache und folgt ihm und der Legion zur Tech-Höhle im Vulkan. Sie stellt dort fest, dass die Legion sämtliche Materialien und Trophäen gesammelt hat, um eben die Tech-Hülle und somit auch den Overseer zu fighten. Stellt dann auch fest, Helena wurde kriegsgefangen, weil sie einmal wegen dem Wissen halt eben, dass Rockwell ihr beigebracht hat über die Obelisken und die Artefakte. Und weil sie angeblich Rockwell betrogen hat. Auf jeden Fall wurde sie kriegsgefangen. Die beiden fassen den Schluss, wir bringen Nerva um. Und gehen dann eben durch die Portale. Also es wird in den Explorer Notes, die ich gelesen habe, natürlich mit Portal übersetzt. Es gibt das am Ende der Tech-Höhle. Also da, wenn man durch die Tech-Höhle durchgerannt ist, dass man aktivieren muss und dann kommt man zum Overseer. Genau, da gehen die beiden dann eben durch. Eher gesagt, wollen sie durchgehen. Helena bekommt dann aber von hinten entweder einen Schlag oder wird einfach nur ausgenockt. Und wacht dann etwas später wieder auf. Nachdem sie eben aufwacht später, das Einzige, was sie findet keine Leichen, irgendwas, sondern einfach nur getrocknetes Blut. Sie guckt und in einen leeren Raum. Der Overseer ist offensichtlich defeated. Und sie guckt aus dem Fenster und sieht überall Arcs, die alle um einen Planeten kreisen, was ihrer Vermutung nach eben einfach nur die Erde sein kann. Sie realisiert dann, dass das Ökosystem der Arcs nur funktioniert, weil es eben vorprogrammiert und gesteuert wurde. Sie wird dann die Letzte, die aufsteigt. Also, ich übersetze es jetzt einfach mal mit Aufsteigen in den nächsten Arc. Also in den Explorer Notes steht Ascendant, das heißt Aufsteigen. Also dementsprechend übersetze ich das so. Also ihr wisst ja, am Ende, wenn ihr die Bosse besiegt, also den Endboss vom Arc, von der Map,
Dann kommt ja immer diese Zwischensequenz und das würde ich als Aufstieg bezeichnen. So, sie ist somit die letzte, die in den neuen Arc, in den Scorched Earth Arc aufsteigt. So, ich lasse jetzt im Hintergrund ein bisschen langsam ein Gameplay von mir laufen. Also, ihr seht hier ein Erdhologramm von Pangaea, dem Superkontinent früher. Dann seht ihr hier vorne, hier in dieser Station werden die Dinos und andere Kreaturen erstellt. Hier eine Carbonemis. Und danach ein Kalikoterion. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Die haben eine Vorlage und dann werden die einfach quasi zusammengebastelt, einfach gezüchtet. Krass. Hier seht ihr noch eine Explorer Note von. Ja, habe ich gerade nicht gesehen. Aber ich finde auch das Design so von der Tech-Hülle, dieses organisch-metallische, finde ich sehr cool. Ist auch in Aberration so, also bevor man zu Rockwell kommt, ist das cool gemacht. So, jetzt wird es aber gleich richtig interessant. Gleich kommt nämlich eine Theorie. Erstmal seht ihr hier vorne die Erde, so wie sie jetzt zu unserer Zeit 2020 ist. 2021, ne? 2020, 2021. Wie gesagt, ich finde diese Strukturen-Dinge geil. Da seht ihr noch alles normal. Und jetzt kommt gleich das nächste Ding, was ich als Theorie habe. Hier werden nämlich die Survivor erstellt. Und diese Survivor, was, wenn das Implantat in unserem Arm nicht nur ein Itemspeicher, sondern auch ein Gedächtnisspeicher ist? Der Körper kann sterben, aber das Bewusstsein und alles, was man gelernt hat, wird einfach rübergeladen in ein neues Implantat. Der Körper spawnt neu und wacht neu auf. Schreibt mir gerne in die Kommis, was ihr davon haltet. Das ist einfach meine Theorie, so vom Ganzen her. Und gleich wird es nochmal interessant. Also drei, vier interessante Sachen, also absolut. So, und jetzt kommen wir zur elementverseuchten Erde. Die ist später für Extinction wichtig. Das Video kommt noch. So, wie dieses Design, ich mag das. Ich mag das sehr. Da vorne seht ihr den Bossraum. Genau hier eben die gefallene Erde. Und hier sehen wir laut meiner Theorie, oder meiner persönlichen Theorie, den Homo Deus. Die Weiterentwicklung des Menschen. Und quasi als Test, um rauszufinden, wer würdig ist. So würde ich das sehen. Also echt krass. Ich finde es auch, wie gesagt, dieses Design, alles wie es so aufgebaut ist, absolut awesome. So, jetzt sind wir aber auch schon am Ende des Videos. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen weiterhelfen, euch ein bisschen Dinge klar machen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß. Würde mich sehr über ein Like freuen, auch gerne über ein Abo. Also dann Leute, ich hab euch lieb. Haut rein, euer Fight Club Gaming ist raus.